Ich erzähle euch heute, wie man ein Pferd geländesicher bekommt. Cisco kennt ihr ja schon aus den anderen Videos. Ja, das ist quasi unser Wald, unser Gelände direkt ab Hof. Cisco habe ich ja schon seit klein an, von daher kennt er das natürlich. Ich habe mit ihm angefangen spazieren zu gehen, er war ein halbes Jahr alt. Immer mal wieder so ein paar Strecken. Mittlerweile können wir eigentlich auch ganz gut alleine ins Gelände. Wichtig ist immer, wenn ihr das erste Mal mit einem Pferd ausreitet, das ihr im Gelände nicht kennt, immer in einer Gruppe. Ihr seht es jetzt nicht, ich werde auch quasi begleitet, aber nicht mit Pferd, werde nur zu Fuß begleitet. Und ja, aber so alleine, also Cisco kennt das jetzt mittlerweile. Und wichtig ist, dass ihr halt mit eurem Pferd, wenn ihr das üben möchtet und alleine auch ins Gelände möchtet, geht erstmal viel spazieren, macht Bodenarbeit im Gelände, das ist super, das fördert die Aufmerksamkeit vom Pferd. Wir machen Bodenarbeit nach Parelli und das haben wir damals immer im Gelände gemacht, wir machen das auch immer noch teilweise im Gelände. Das schult unheimlich das Vertrauen, kann auch mal so querfeld eingehen, also man kann auch zum Beispiel üben, also hier durch dieses Gestrüpp zum Beispiel, auch wunderbar, da haben die auch keine Angst davor, auch mal durch die Wege, also von den Wegen abweichen. Und was ganz, ganz wichtig ist, immer Zügel, seht ihr, ganz Zügel, ganz lang. Ja. Manche Reiter machen den Fehler und nehmen vor Angst, dass das Pferd zur Seite springen würde, Zügel ganz kurz. Das ist genau der Fehler, das ist genau der Knackpunkt. Wichtig ist, dass das Pferd sich immer bewegen kann, weil wenn ihr lange Zügel gibt und viel Freiheit, hat das Pferd Vertrauen, fühlt sich nicht angespannt. Ne? Kurzer Zügel bedeutet immer Anspannung und oh Gott, da ist irgendwas. Zügel lang lassen, sitzt entspannt, macht euch keine Gedanken, einfach vorausschauend, aber nicht panisch irgendwie reagieren, wenn mal irgendwie doch irgendwas sein sollte. Ne? Also schon gucken, was es hier so ist. Ne, ob vielleicht irgendwo was rumliegt, wo man sich erschrecken könnte. Seid einfach innerlich darauf vorbereitet, aber nicht panisch jetzt irgendwie in die Zügel greifen und sagen, oh Gott, der erschreckt sich gleich, dann wird er sich auch erschrecken. Lasst das Pferd in seinem eigenen Tempo laufen. Meistens laufen sie im Gelände ein bisschen fleißiger voran. Das ist super. Ja. Versucht nicht, das Pferd irgendwie, solange es natürlich in der gleichen Gangart bleibt. Ne? Also wenn Cisco jetzt hier im Schritt ist und durchaus mal einen flotteren Schritt zulegt, dann ist das in Ordnung. Bremst ihn nicht, sondern lasst ihn einfach in der Gangart, so wie er will. Also nicht in der Gangart, aber halt in eurer Gangart, die ihr wollt, aber in dem Tempo, was es möchte, einfach laufen. So mache ich das jedenfalls. So, gucken. Ein Jogger. Jetzt gehen wir hier in den Nadelwald. Huh. Siehst du? Kann halt immer mal passieren, dass es sich erschrecken. Passiert. Mach mal halt einen Satz vorwärts oder einen Schritt vorwärts. Auch nicht schlimm. Einfach gucken lassen. Für manche Pferde ist auch dieses Knarren, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, für manche Pferde ist auch das Knarren so ein bisschen irritierend. Und für manche Pferde ist auch zum Beispiel dieses Lichtspiel, was ihr jetzt hier auf dem Boden seht, von den Bäumen und von der Sonne, an sonnigen Tagen, so wie heute, ist auch für manche Pferde das zum Beispiel irritierend. Und dann kriegen die davor auch so ein bisschen Angst. Probiert es einfach, wenn ihr spazieren geht. Am besten, wenn ihr ein extrem schreckhaftes Pferd habt, geht entweder mit einer Trense spazieren oder mit einem Knotenhalfter. Ich persönlich nehme immer einen Knotenhalfter, weil wenn ein Pferd mal springt, hängt man halt nicht gleich sofort irgendwie im Gebiss und im Maul rum. Das ist halt blöd. Weil es bedeutet auch wieder Anspannung, ne? Schmerzen, wenn man sich erschreckt, dann hatte quasi das Pferd doch einen Grund gehabt, sich zu erschrecken, weil es halt doch dann in dem Moment halt Schmerzen erfährt. Und meiner Meinung nach, also das ist halt meine Meinung, ist das halt in dem Sinne halt kontraproduktiv. Ein Knotenhalfter wirkt wirklich nur in dem Moment kurz mal, aber halt auch nicht so krass schmerzhaft wie ein Gebiss. Siehst du, und wie ihr seht, ich lasse ihn einfach gucken. Einfach gucken lassen. Ja, Cisco ist jetzt 5, wird nächsten Monat 6. Und auch er springt ab und zu. Es ist halt ein Pferd, es ist ein Fluchttier. Man muss halt damit rechnen, dass halt auch mal irgendwas ist, wo sie halt mal vorspringen können oder sich erschrecken. Und so wie jetzt wird er gerade ein bisschen schneller.
Und ja, jetzt hört man auch dieses Knarren von den Bäumen, ne? Ist aber nicht schlimm. Ja. Und ich lasse ihn einfach laufen. Und dann seht ihr, kommt er wieder runter mit dem Kopf. Und spannt er sich wieder. Er läuft schon fleißig vorwärts, das ist ja auch das, was wir möchten. Cisco ist so ein kleiner Pfützenschisser. Also alles, was Wasser ist, Pfützen, findet er total blöd, obwohl ich es immer mit ihm geübt habe. Ja, das ist halt. Manche haben halt so ihre Macken. Und so hat er das zum Beispiel auch mit Pfützen. So, da haben wir jetzt eine große Pfütze. Hat er auch schon gesehen, wo er irgendwie gerade in die andere Richtung guckt. Und im Großen und Ganzen werdet ihr merken, wenn ihr entspannt seid, ist das Pferd entspannt. Und wie gesagt, immer, das ist das wirklich das A und O langer Zügel. Ich meine, ihr könnt immer eingreifen, wenn irgendwas ist. Man sollte natürlich auch irgendwie kein absoluter Anfänger sein, wenn man ausreitet. Und schon gar nicht, wenn man alleine ausreitet. Meiner Meinung nach sollte man eigentlich immer in einer Gruppe reiten. Wenn man ein Pferd hat, was halt noch nicht Gelände erfahren ist, muss man immer in der Gruppe reiten. Und einer fahre nach hinten und einer fahre nach vorne. Und die Anfänger oder die noch nicht so erfahrenen Reiter dann halt in der Mitte. Dass man einfach immer ein Auge hat auf die nicht so starken Reiter in der Gruppe. Weil die Gruppe ist immer nur so stark wie der schwächste Reiter, aber das ist ja der Standardspruch. Den sagen ja alle. Und das ist auch wirklich so. Jetzt kommen wir davon an eine Kreuzung. Und was auch immer wichtig ist, auch wenn ihr alleine ausreitet, ne, gerade an so schönen Tagen wie heute, es können halt immer mal Leute unterwegs sein, auch andere Reiter, die euch nicht sehen. Ne? Das heißt, wenn jetzt hier könnte zum Beispiel jemand lang galoppieren und euch einfach nicht gesehen haben. Und dann ist es natürlich blöd, wenn euer Pferd gleich mitgaloppiert. Deswegen kann man sowas auch mal üben in einer kleineren Gruppe. Wenn ihr ein Pferd habt, was schon Gelände erfahren ist und wir wollt das einfach üben, dass ihr auch alleine ausreiten könnt, dass zum Beispiel mal, dass ihr euch abwechselt. Einer trabt mal weg von der Gruppe, dann überholt ihr den anderen und der nächste trabt weg von der Gruppe. Und immer so, dass man das ein bisschen spielt einfach mit dem Gelände. Ne? Dass die Pferde auch merken, okay, das ist nicht schlimm, wenn der eine mal ein bisschen mehr Abstand hat oder der andere ein bisschen näher rankommt, ist alles gar kein Drama. Da vorne ist jetzt ein Jogger. Wo reiten wir lang? Nach links. Ja, links. Das ist hier gerade ein blöder Vogel irgendwie. Ist ein bisschen unsicher. Und auch in solchen Situationen, ne? Wenn er mal so ein bisschen guckt und sich noch gerade auf dem Weg jetzt ein bisschen unsicher fühlt, ist auch die Bodenbeschaffenheit. Ne? Der Boden ist jetzt ganz anders. Ist ein bisschen Schotterboden. Das war eben so ein bisschen matschiger. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen anders für ein Pferd. Manche Pferde reagieren auch auf sowas schon sehr empfindlich. Und auch hier wieder Zügel lang gucken lassen. Ne? Was ihr auch machen könnt, wenn ihr das übt und spazieren geht, lasst ihn überall dran schnuppern. Alles, was interessant ist. Und wenn die stehen bleiben möchten, einfach stehen lassen und alles beschnuppern lassen. Den Boden, Bäume, alles. Einfach gucken lassen, angucken lassen, so wie jetzt hier. Ja, wir möchten natürlich jetzt hier nicht querfeldein. Cisco kennt das schon, deswegen läuft er automatisch zu den Sachen, die er irgendwie komisch findet, läuft er hin, guckt sich das an und befindet ihn dann alles in Ordnung und dann geht's weiter. Na, hier wurde gearbeitet. Das ist natürlich auch wieder spannend. Hier wird geguckt. Ja. Alles in Ordnung gefunden und weiter geht's. Genau. Und immer schön loben, ne? Mal zwischendurch schön loben. Cisco kennt das. Bei Gelände soll ja für Pferd und Reiter Entspannung sein und keine Anspannung bedeuten. Wichtig ist halt wirklich, dass ihr darauf hinarbeitet. Ne? Immer schön spazieren gehen. Auch wenn die wiehern, lass einfach wiehern. Ist normal. Und Pferd muss auch nicht komplett
die ganze Zeit nur geradeaus laufen. Also es kann auch mal ein bisschen Schlangenlinien laufen. Wie gesagt, es soll ja Entspannung sein, ein Pferd soll sich so bewegen, wie es möchte. Im Gelände kann man auch mal eine Ausnahme machen. Kann die Nase auf den Boden nehmen, kann auch mal ein bisschen höher gucken. Es muss jetzt nicht die ganze Zeit hier im Vorwärts-Abwärts perfekt durch die Gegend laufen. Das soll einfach nur Entspannung bedeuten. Also für uns jedenfalls. Ja, möchte Cisco wieder ins Gelände. Mal hier querfeld ein. Und man könnte auch so Schlangenlinien, ne? Einfach Schlangenlinien reiten. Das ist auch nicht schlimm. Wenn das Pferd es möchte, ist das völlig in Ordnung. Hauptsache, es entspannt sich dabei. Ein wichtiger Punkt ist natürlich das Auf- und Absteigen, auch im Gelände. Übt es am besten auch erst mit einer anderen Person, die euch dann halt das Pferd hält. Und ihr steigt öfter mal ab und auf, solange bis das Pferd ruhig ist. Und immer schön loben. Immer schön loben, wenn ihr drauf sitzt. Ja, weil es kann immer mal irgendwas passieren im Gelände, dass ihr absteigen müsst und wieder aufsteigen müsst. Es gibt ganz viele Pferde, die dann rumtänzeln, wenn man wieder aufsteigen möchte. Weil Gelände ist halt neu und spannend und dann bleiben die nicht stehen. Und das ist natürlich total nervig. Und macht natürlich dann nicht besonders viel Spaß. Ah, der Boden hier ist echt blöd, den Stein. Er versucht immer auch zu gucken, dass ihr vielleicht irgendwie ein weicheres Stück Boden erwischt im Gelände. Nicht zu lange auf Asphalt. Ah, Hunde. Nicht zu lange auf Asphalt reiten. Immer den bequemeren Weg nehmen. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr an Straßen kommt, absteigen. Es gibt ganz viele Leute, die reiten einfach über die Straßen rüber. Davon halte ich überhaupt nichts. Steigt ab, davon habt ihr nichts verloren und es ist einfach sicherer. Es ist einfach so. Hier so ein bisschen Büsche zeigen. Gucken. Herr Cisco kennt das alles schon. Deswegen ist das für ihn jetzt nicht so das Neue. Das mit dem Zügel lang gilt im Übrigen alle Grundgangarten. Also auch im Trab. Lasst die einfach laufen. Die kommen, das ist der Vorteil, das ist wirklich so, die meisten Pferde kommen nach ein paar Metern von ganz alleine ein richtig, richtig schönes Vorwärts-Abwärts. Puh, genau. Ja, das ist das, was ich meine. Kann halt auch mal passieren, dass sie mal springen. Nicht schlimm. Züge wieder lang oder bleiben lang, wie auch immer. Alles nicht das Drama. Ja, die kommt von ganz alleine ein schönes Vorwärts-Abwärts, weil sie einfach mal Pferd sein dürfen und einfach mal sich frei bewegen dürfen. Und dann freut sich ein Pferd auch aufs Gelände und ist richtig, richtig entspannt. So wie Cisco. Ein bisschen wie so ein Jagdhund, weil irgendwie die ganze Zeit ständig mit der Nase auf dem Boden irgendwas schnuppert. Ja, fein. Ja, wenn ihr meine Tipps alle befolgt, dann werdet ihr in kürzester Zeit ein ganz geländesicheres Pferd haben. Versprochen. Und für Fragen könnt ihr mir immer gerne schreiben. Dann bis zum nächsten Mal. Und halt.